Und seit Jahren kämpfen wir halt dafür, dass diese Insel für uns Einheimische hier lebenswert bleibt und dass viele Leute hier Urlaub machen können, was ja eigentlich unsere Lebensgrundlage ist. Ist in den letzten 30 Jahren alles wieder so, hat so einen Aufschwung erfahren und einfach, das ist einfach nur durch den Tourismus gekommen. Ja, und das wird jetzt wieder zerstört und damit ist eigentlich das, was in 30 Jahren geschaffen wird, dann wieder im Eimer, auf Deutsch gesagt. Ne? Und deswegen ist das für mich völlig unverständlich.